Halt still! Du musst erst was zutauschen. Oh, oh. Okay, jetzt verliere ich wieder den Halt. Aber ich will jetzt nach unten. Ich will gucken, ob mein Kollege da unten ist. Hier runter. Also doch. Er bastelt am Boot rum. Ja. Glottis! Bist du okay? Naja, beim Aufprall tat es etwas weh. Aber wenigstens habe ich mit meinem Kopf ein Blech durchschlagen. Oh Mann, Karnal. Und ich habe gedacht, du wärst tot. Oh Manny, ich hatte so viel Spaß. Hör mal. Ich frage dich, gibt es eine Maschine, die diesen liebevollen Händen widerstehen könnte? Offensichtlich nicht. Ich glaube, dieses Schätzchen ist unsere Fahrkarte nach Hause. Oh, gute Idee. Ich habe einfach so aus Spaß an ihr herumgebastelt. Aber die Idee ist gut. Ich muss also im Endeffekt den Anker greifen. Da ist ja der Anker. Aber ich komme nicht an den Anker ran. Okay, ich muss nach da oben gehen. Wenn ich wieder mit Pfeiltasten arbeiten, was kann ich nicht machen. Ja, hier raus, runter. Wieder umlegen in die andere Richtung. Ich habe nur immer noch keine Ahnung, was der ist. Was es mir helfen würde. Also, dass ich da jetzt hoch kann. Aber nicht. Ganz runter. Muss ein Ticken tiefer. Bei wie? Ist ja auch nichts mehr, wo ich hin kann. Und schon noch darüber. Was ist denn, wenn ich in die Mitte gehe? Dann, wenn ich hier in die Mitte gehe. Hier. Ich hier irgendwas machen. Ich kann hier nicht raus. Es gibt keine Leiter. Also hier kann ich nicht raus. Und also entweder nur ganz da drüben raus. Oh, da kann ich so. Geht nur so. Knallt's nach da. Aber das bringt mir ja auch nichts. Der Chat vielleicht ein. Weil ich erinnere mich noch so ungefähr, was es damit auf sich hat. Deswegen möchte ich da nicht eingreifen. Du willst noch nicht angreifen. Nicht nett, dass du nicht eingreifen willst. Halt hier das Ding. Das hilft mir, die Kette. Die Kette hilft mir so erstmal gar nichts. Ja,
Ich würde irgendwie gern da was reinwerfen, oder was? Kann ich da meine Sense reinwerfen? Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Dann bringt mir das alles nichts. So nett. Ich hab nur hier und hier einen Ausgang. Hier komme ich nicht hin. Hier runter, aber das geht ja nicht hin. Das bringt mir nichts wieder. Muss länger sein. Wie kriege ich das länger? Hier rüber gehen? Nee, hier rüber kann ich auch nicht gehen. Hier nicht. Nicht weiter. Ja, das zieht sich immer wieder hoch, wenn es da ist. Tut mir alles nichts. Aber etwas französische Revolution in den Walzen. Kopfsabos reinwerfen, ja. Ey, ich kann ja mal nichts reinwerfen, ich habe ja nichts zum Reinwerfen, das ist ja mein Problem. Wir nichts zum Reinwerfen. Hast du den Hammer aufgehoben, den die Kinder an den Kopf geworfen haben? Mhm. Weil den müsstest du eigentlich aufheben. Den hat doch der Junge dann wieder in der Hand gehabt. Ja, aber normalerweise, nachdem du ihn an den Kopf gekriegt hast, sollte er auf. Ah ja, jetzt liegt er am Boden. Okay. Das ist der winzigste Hammer, den ich je gesehen habe. Okay. Ich habe einen Mini-Hammer. Ich steck ihn mal ein. Hier bringt was. Kann ich hier? Konnte ich hier nicht? Kann ich hier noch in den anderen Bereich? Haben Sie einen Termin? Ich gehe da jetzt rein, um Domino meine Forderungen zu stellen. Ich glaube nicht, dass du die Hierarchie hier richtig verstanden hast. Puxi und Bibi arbeiten für dich, du und ich arbeiten für Domino und der arbeitet für Hector LeMond, den Verbrecherkönig von El Maro. Nun, dann wird es Zeit, die Dienststelle ein wenig umzustrukturieren. Ja. Er scheint sich überhaupt nicht im Klaren darüber zu sein, wie kurz ich davor stehe, zu fliehen. Also tatsächlich kannst du bei Matcher drin auch noch was machen. Was nicht so offensichtlich. Domino! Domino! Machst du schon Frühstückspause, Calavera? Wir haben eine Rechnung zu begleichen, Esse. Weißt du, wenn ich mit meinem Boss Hector so reden würde... Du hast meinen besten Freund getötet. Den Dämonen? Ach, Manny.
Du kannst Dämonen als Fahrer benutzen, sie als Briefträger losschicken oder dir von ihnen Essen servieren lassen. Aber du darfst sie nie als Freund betrachten. Das ist einfach abartig. Was machst du denn hier am Ende der Welt? Oh, das frage ich mich auch jeden Tag. Aber ich werde dich ausbilden, Manny, damit du an meiner Stelle diese unterbelichtete Glühbirnenfabrik leiten kannst. Glühbirnenfabrik. Wie kannst du nur kleine Kinder in Käfige sperren? Glaub mir, es ist einfacher, als große Kinder in Käfige zu sperren. Warum sprichst du mich nicht einfach nieder, wie du es in Puerto Zapato versucht hast? Das war nicht ich, das war Hector. Er ist so fantasielos, will immer nur alles auf die Schnelle regeln, verstehst du? Ich dagegen bin sicher, dass wir dich durch ehrliche Arbeit resozialisieren können. Wie kommst du auf die Idee, dass ich für dich arbeiten werde? Nun, außer arbeiten gibt es nicht viel, was man auf dieser Insel machen kann, glaub's mir. Und überleg mal, wenn ich erstmal weg bin, dann bist du mit Matche ganz allein auf dieser einsamen Insel. Sag mir nicht, dass diese Aussicht nicht ihren Reiz hätte. Hector und du, ihr habt eine geheime Basis eingerichtet, um auf ihr Glühbirnen zu produzieren? Ach nein, das ist bloß ein positiver Nebeneffekt. Im Grunde genommen brauchten wir nur einen Ort, an dem wir meine alten Klienten einsperren können. Man kann ja schlecht gute Menschen unkontrolliert im Reich der Toten herumirren lassen. Die bringen es fertig und erzählen jedem, wie wir ihnen ihr Doppel-Endticket geklaut haben, nicht wahr? Du hast all diesen Leuten die Fahrkarten gestohlen? Okay, wie viel davon hast du noch immer nicht kapiert, Calavera? Copal spielt mir alle guten Kunden zu, nachdem er ihre Tickets in einen geheimen Fonds transferiert hat. Ich verwische die Spuren im Papierkram und dann sorgen wir dafür, dass die Täubchen bei der Perle über Bord springen. Okay. Ich wusste es. Du hast wirklich immer nur die besten Kunden bekommen. Ich habe alle bis auf Mercedes bearbeitet, die du ja in diesem lächerlichen Wagen entführt hast. Den habe ich übrigens das letzte Mal bei meinem Besuch in Rubalcava gesehen. Ich weiß nicht, Manny. Solche Flitzer können so gefährlich sein. Also war es nicht meine Schuld, dass Matche kein Ticket bekam. Du hast es geklaut. Nun, aber es war deine Schuld, dass sie im Wald und nicht direkt hier gelandet ist. Aber darum habe ich mich ja gekümmert. Ein Ticket für dich, eins für Hector. Wie viele brauchst du noch? Oh, Manny, wir konsumieren doch nicht unser eigenes Produkt. Wir verkaufen die Karten an unglückliche Seelen, die kein moralisches Leben führen konnten, weil sie das unsägliche Pech hatten, reich geboren zu werden. Aber ihr könntet euch doch mit den ganzen Tickets ohne weiteres absetzen. Warum sollten wir? Wir haben einen Weg gefunden, das Totenreich lebenswert zu machen. Ich habe nicht vor, lange auf dieser Insel zu bleiben. Manny, ich habe die Waffen, die Transportmittel und den Grips. Was willst du denn machen? Ich werde Matche aus diesem Kerker befreien. Manny, bevor ich sie fand, hat sie deinetwegen ein Jahr allein im versteinerten Wald verbracht. Da ist es in meinem, Kerker hier vergleichsweise komfortabel, findest du nicht? Nein, da hat er irgendwie recht. Nette Insel hast du hier. Die Vorbesitzer wussten gar nicht, was für ein Juwel sie hier hatten. Haben sie für ein Apfel und ein Ei verkauft. Sie ernteten die Korallen ab, die mit dem Kran erreichbar waren, und gaben die Anlage auf. Wir jedoch hatten das Zeug dazu, es bis zum großen Riff zu schaffen. Versuchst du mir schon wieder einen Vortrag über erfolgreiches Management zu halten? Nein! Über Sklavenarbeit, Manny. Das ist der wahre Schlüssel zum Erfolg. Ich versuch dann mal weiterzufliehen. Ja, mach das, mein Kleiner. Nein! Da war doch noch was, was ich mir nicht. Ich habe ihm nichts zu sagen. Oh Mann. Ich möchte die Kopfhörer klauen. Mann. Okay, nee, hier kann ich nichts mehr machen. Verdammt. Na gut.
Bin irgendwie auf mein Steam Desk gekommen. Ich sehe jetzt einen Layout-Editor. Ich hoffe, bei euch ist alles noch normal. Habe ich denn da drauf geklickt? Bist du vielleicht in den Vorschau-Modus gegangen? Ah, jetzt sehe ich wieder. Alles gut. Okay, ich kann hier noch was machen, sagst du? Ja. Was nicht ganz so offensichtlich ist, finde ich persönlich. Mann, der Aschenbecher ist so extravagant, dass man Kaviar daraus essen könnte. Sobald man sich an den teerigen Nachgeschmack gewöhnt hat, fühlt man sich bestimmt wie ein König. Sie hat ihn zurückgedreht. Aber warum? Ich klaue Aschenbecher nur in Bars. Spiel noch ein bisschen mit dem Ding. Jetzt ist auf jeden Fall genervt, weil ich ihn wegdrehe. Strümpfe, sie sind ruiniert. Das war mein bestes Paar. Okay. Da will man wenigstens etwas Hübsches auf dieser finsteren Insel haben. Okay. Jetzt ist der Mülleimer nicht mehr leer. Also mir reicht's vollkommen. Wie bitte? Die Geschwindigkeit, mit der du arbeitest. Das ist ja sehr nett, Manny, aber da du nicht mein Boss bist, ist mir deine Meinung ziemlich egal. Gut, exzellent. Weiter so. Leer. In unserem Geschäft produziert man nicht viel Papierkram. Okay. Habe ich noch eine? Und Vorsicht. Eine kaputt. Die will ich mir mal kurz an. Das ist der winzigste Hammer, den ich je gesehen habe. Mit ein bisschen farblosen Nagellack kann man die ganz schnell reparieren. Oh nein, sag mir nicht, die muss ich blau anmalen, das ist dann die Alge. Och, nee. Okay, ich versuche erstmal mit dem kleinen Hammer und mit der Schwimmhose den Handel abzuschließen. Mal gucken, ob's geht. Ich will nach hier. Oh, zum Mond hat er gesagt. Ledermeise! Chipito, hä? Wer da? Was? Tja, ich habe noch eine Menge. Verkrümel dich bitte. Yo, Pito! Hast du schon mal einen echten Steinhammer gesehen? Einen Steinhammer? Nein, noch nie. Aber Junge, den würde ich gern mal ausprobieren. Also ehrlich, kleines Hämmerchen, du bist okay. Okay. Ladidadidam. Ich weiß nicht, warum du da nicht runterkommst. Sollst du eigentlich können? Eben darüber. Ja, immer eh nur im Kreis immer. Ja, das stimmt. So. Aber was will ich mit dem Meißel? Wenn das ein alles Zertrümmer da ist, was will ich zertrümmern? Warte mal, halt, zurück. Nein. Lauf. Immer lauf. Es geht, während das nach unten geht, weil das lauf. Aber was will ich zerstören?
Oder will ich den da reinschmeißen in das Zeug? Das will ich nicht alles zerkrümeln. Doppelklick mal irgendwo hin, das ist ein bisschen schnell. Das will ich nicht alles zerkrümeln. Zerkrümeln?